okay. Irgendetwas so, irgendetwas in der Art ist einfach undenkbar in meinem Job. Ich nehme das mal so hin, als ob irgendetwas mit deinem Job passiert ist. Ja, ein männlicher Arbeitskollege von mir wurde das ganze Lob für ein erfolgreiches Projekt gegeben, in das ich meine Seele hineingesteckt habe. Das ist echt übel. Und weißt du, was mir mein Boss gesagt hat? Er sagte, es war einfach nur die natürliche Ordnung der Dinge, da ich eine Frau bin. Oh, was ein Arsch, ey. Wie furchtbar, ja. Dem kann ich nur beipflichten. Das ist der Grund, warum ich darüber nachdenke, zu gehen und meine eigene Firma aufzumachen. Ich habe das tatsächlich schon für einige Zeit geplant. Mutiger Schritt. Ich bin nicht sicher, ob wir Fuß fassen können in dem Markt, allerdings. In dem Fall lass mich die Tarotkarten fragen. Zeig uns die Wahrheit, du großartige Macht. Ja, ich sehe alles. Die Karten sind in verkehrter Ordnung erschienen. Mit anderen Worten, es scheint so, als ob dein Geschäft dazu verdammt wäre, zu versagen. Das ist hart. Nein, was soll ich tun? Es tut mir leid, aber in diesem Fall scheint dein Schicksal unausweichlich zu sein. Unausweichlich? Was denkst du darüber? Hast du überhaupt zugehört? What shall we do? Was können wir tun, um dieser Frau zu helfen, die unterdrückt wird durch ein männerdominantes Arbeitsumfeld? Ich finde, sie sollte bei ihrem Plan bleiben und der Welt zeigen. Solltest sie ermutigen. What? Was? Aber ist es nicht ein wenig idealistisch zu erwarten, dass das tatsächlich funktionieren wird? Zufälligerweise, was würdest du sagen, wenn du sie ermutigen wolltest? Dreh dein Schicksal um. Sei nicht so unverantwortlich. Das ist einfach keine Option. Wie kannst du von ihr erwarten, dass sie das, dass sie das umdreht, was unausweichlich ist? Oder das ändert? Das Schicksal ändern? Das stimmt. Ich muss nicht den Regeln dieser unterdrückenden Gesellschaft folgen. Fass Mut. Ich kann es schaffen. Ich forme jeden Aspekt meiner antiquierten Industrie neu. Ich habe mich entschieden. Ich werde meinen Job an den Nagel hängen und mein eigenes privates Geschäft starten. Oh, mutiger Schritt. Selbst wenn ich versage, zumindest verschwende ich meine Zeit nicht damit, irgendwelche Drecksaufgaben für diesen sexistischen Bastard zu erledigen. Danke, junger Mann. Wenn du mich nun entschuldigst, Mifune-Sensei? Hä? Du bist viel zu unverantwortlich, Akira-san. Ihr Unglück wurde bereits klar vor Augen geführt. Das muss aber ja nichts heißen.
Karten werden mich sicherlich dabei unterstützen. Na, wollen wir doch mal sehen. What? Was? Es scheint, als ob die Sequenz der Karten sich geändert hat. Ihre finanzielle Zukunft ist jetzt anscheinend extrem erfolgreich. Wie hast du das? Bist du ein Medium? Hast du unsere Kräfte genutzt, um die Karten zu ändern? Meine großartige Macht ist in der Lage, Leute wie dich in die Tiefen der Hölle zu senden, weißt du? Oh je. Ja, das muss es sein. Das ist die einzige Weise, auf die das passieren kann. Das Schicksal kann nicht verändert werden. Das Schicksal ist absolut. So muss es sein. Die scheint sich aber nicht mehr sicher zu sein dort. Ja? Öffne deinen Geist für Veränderung. Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. So langsam kriegen wir sie, ja? Scheint schon ein wenig an sich zu zweifeln. Aber da muss ja irgendwie noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie alleine diese Sturheit hinter sich pflegt, oder? Naja. So, ich habe gerade mal gesehen von meinem Controller, das Kabel war gar nicht richtig eingesteckt. Muss mal eben kurz wieder dran machen. Okay. Aber wenn die Möglichkeit, wenn diese Möglichkeit der Wahrheit entspricht, wie soll ich dann mein Geschäft für die heiligen Steine intakt halten? Das solltest du beenden, weil diese Steine eine Fälschung sind. Und ach ja, mein Geld. Jedenfalls, du hast den Lauf des Schicksals zweimal nun geändert. Und beide Male direkt vor meinen eigenen Augen. Es scheint so, als ob dieser Verifizierungsprozess sich herausstellt, dass er viel mehr bedeutungsvoller, aber es stellt sich heraus, dass der viel bedeutungsvoller ist, als ich erwartet hätte. So, und da spüren wir ihre Motivation. Nicht nur scheint sie uns das langsam zu glauben, sondern langsam auch sich mehr Veränderungen zu öffnen. Das ist doch gut. Du kommst bald wieder zurück, oder? Versprich es mir. Jetzt kann sie schon gar nicht mehr ohne uns. Das wäre dann genug für heute. Gute Nacht. Ja, kann man mal sehen, wie überzeugend wir doch sind. Ja, wer kann das denn schon wieder sein? Ach, Yusuke. Das ist ein Film, den ich sehen möchte. Er heißt Mes Miserables. Ein Remake eines Klassikers. Anscheinend kam er diesen Sommer raus. Ich möchte nur einen freien Tag von diesem Futaba-Zeugs haben. Möchtest du mich begleiten? Machen wir mal. Ja, warum nicht? Treffen wir uns vor dem Kino in Shibuya. Ja, kann eigentlich nicht schaden. Ins Kino gehen ist immer cool. Und so ein bestimmt künstlerisch wertvoller Film hilft uns bestimmt gut weiter. Außerdem ist es Freitag. So, da ist er ja auch. Sorry. Ich entschuldige mich. Ich bin aus meinem Zug eine Station zu früh ausgestiegen, um Geld zu sparen. Deshalb bin ich zu spät gekommen. Ah ja. Er und seine Sparmethoden. It was him. He stole the silverware. He even stole the candlesticks. Thief. Gott. Confess your crime. Oh, is there no God in this world? Das klingt ja furchtbar.
dieser Bischof-Typ ist echt zu viel. Er sollte dem anderen mal ein bisschen Freiraum lassen. Ich könnte mehr lernen über die... Jetzt fällt mir gerade echt das Wort für Compassion nicht ein. Leidenschaft! So. Alright. So, ein bisschen Freundlichkeit kriegen wir durch. Das ist eine gute Sache. Da sind wir erst auf Level 3. Naja, die Menge von Kunst und Mühe, die sie in das Bühnenset gelegt haben, das war wirklich erstaunlich. Oh, Verzeihung. Ich kann nicht anders, als mich auf den visuellen Aspekt mehr zu konzentrieren, als auf die Handlung. Ja, hätten wir auch nicht anders von dir erwartet. Indeed. Danke. Nun, ich habe bereits verstanden, dass du nicht der Typ bist, der sich von solchen Sachen beeinflussen lässt. Oder der davon beleidigt ist, vielmehr. I'm in your debt. Danke für heute. Die Zeit, die wir verbracht haben, fühlte sich wertvoll an. Oh Mann. Nun denn, gehen wir nach Hause. Machen wir das. So, mal sehen, was wir heute so machen können. Ah, you're back. Bin das nur ich oder gibt es da eine Menge von durchgesicherten Informationen in letzter Zeit? Das ist nicht Matchett, oder? Ich denke, sie haben es auf eine viel größere theatralische Art abgesehen. Du hast recht, sie haben keine Erklärung oder sowas abgegeben. Aber dennoch, bereitet einem wirklich Kopfschmerzen. Der Hass, den wir online kriegen, ist auch total verrückt. Die Leute behandeln uns, als wäre es alles unsere Schuld. Sie könnten sich von uns abwenden, wenn wir uns nicht beeilen und diese Sache erledigen. Hat irgendjemand schon einen Plan, wie wir dieses Problem lösen? Ich brauche mir etwas mehr Zeit. Ich will auch mir mehr Mühe geben. Wir müssen alles tun, was wir können. Jedenfalls einfach auf Futaba zu verlassen, wird nicht ausreichen. Einfach uns auf Futaba zu verlassen. Nun, wenn uns die Optionen ausgehen, dann könnte das vielleicht unsere einzige Wahl sein. Ach, immer diese Hoffnungslosigkeit. Es ist doch noch Zeit da. So, was hat er? Hörst du dieses Weinen der Freude? Aha. Ich rede über den plötzlichen Anstieg von Posts, die wir auf der Fanseite haben. Das muss daran liegen, oder muss an der Beliebtheit der Phantomdiebe liegen. Das ist doch gut für sie. Nicht wahr? Moment, warum redest du über sie, als ob du da nicht involviert wärst? Lass mich dir über eine interessante Sache erzählen, die ich gefunden habe. Plötzliche Akte von Gewalt in Shibuya. Ziemlich beängstigend, hä? Ich kann allerdings nicht viel mehr darüber herausfinden. Die ganzen Posts erwähnen Gerüchte, dass sie gehört haben, dass in dem Untergrund-Einkaufszentrum in Shibuya das wäre, aber nichts weiteres. Es ist nichts wirklich verlässlich. Es wäre gut, wenn du mehr darüber, über diese Gerüchte herausfinden könntest, aber meine Präsenz verbleibt im Internet. Du könntest vielleicht das versuchen und mehr darüber auf eigene Faust erfahren, wenn du interessiert bist.
Ich schätze, wir haben keine Wahl, als die für uns, als selber nach den Details zu schauen. Als Ladenangestellter infiltrieren, ne? Das Untergrund-Einkaufszentrum als Angestellter infiltrieren. Okay. Wir haben doch diesen Job in diesem Blumenladen, oder? Naja. Was machen wir denn mal heute? Ne, da können wir noch nicht weitermachen. Oya und Mishima. Weiß gerade nicht so recht. Mit Mishima was machen? Warum eigentlich nicht? Phantomdiebe sind praktisch unaufhaltsam. Naja. So, du hast also die Bitte erledigt, um die ich dich gebeten habe. Danke. Oh, richtig. Du musst dich auf deinen nächsten Zug vorbereiten. Nicht wahr? Ich habe tatsächlich dasselbe gemacht. Auf was vorbereitet, fragst du? Ich könnte es dir sagen, wenn du die Zeit hättest. Oh Mann. Naja, gut. Bei ihm ist ja egal, wegen der Persona, der geht das immer voran. Er ist ja einer dieser Vertrauten. Oh ja, wir gehen mal zur Abwechslung wieder zum Restaurant. Welche Überraschung. Na gut. Also, wie geht's mit deinen Aktivitäten? Nun, tatsächlich weiß ich es bereits. Die Fanszeit ist ziemlich voll, dank euch, Typen. In diesem Buch hier steht alles über die neuesten Sicherheitstechniken und das ist eine Modellwaffe. Sie hat mir ganz schön viel Geld gekostet. Modellwaffe? Die sieht schon fast echt aus. No. Nun ja, das zeigt doch nur, wie besonders sie ist. Was will er damit? Sieht ihm irgendwie nicht ähnlich. Ich habe gehört, sie mussten die komplette Produktion anhalten, weil Leute sie mit einer echten Waffe verwechselt haben. Sie wurde mir vorgeschlagen von diesem Militärtypen aus der Fanszene. Ah, ja. Wer das wohl gewesen sein könnte? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen Sicherheit vertragen, wenn ich der einsame Administrator der gesamten Fanszene bin. Okay, aber online, vor Online-Nachrichten schützt dich eine Waffe ja auch nicht. Naja, ich meine, ihr seid doch richtig beliebt. Da gibt es noch viel mehr Info in letzter Zeit oft in dem Forum. Einiges von dem Zeug hier ist ziemlich beängstigend. Es scheint also, als ob ich da ein wenig Schutz gebrauchen könnte. Okay. Tu nicht irgendwas Dummes. Das ist nur zur Selbstverteidigung. Ich meine, die Leute sind hinter mir her, könnten hinter mir her sein, wenn sie herausfinden, dass ich für die Phantomdiebe arbeite, richtig? Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben einen ziemlich massiven Einfluss von neuen Posts im Forum in letzter Zeit. Eins von denen scheint tatsächlich wert zu sein, es zu verfolgen. Es ist größer als alles andere. Aber wenn wir das wirklich machen, dann werden die Phantomdiebe berühmt. Wir müssen einfach hinter schickeren Zielen her sein. Überlass das mir. Ich hole uns all die Informationen, die wir brauchen und werde mich dadurch selbst auch in Gefahr begeben.